Am 1. September 2014 erinnern wir uns an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren. Am 1. September 1939 fielen die ersten Schüsse dieses Krieges. Bundespräsident Dr. Heinz Fischer und Bundesminister Magister Gerald Klug legten im Beisein hoher Offiziere des österreichischen Bundesheeres im Weiheraum der Krypta im inneren Burgtor einen Kranz nieder.